Druck, ja, Druck müssen wir ausüben, sagen uns Politiker. Ich höre das aus anderen Bereichen, so Eastside Gallery, Kultur im Park und ähnliches. Viele Politiker haben gute Absichten, aber es fehlt der Druck aus der Öffentlichkeit. Aber es gibt auch Leute, die heute in der Politik sind und die haben selber seit vielen Jahren immer wieder Druck gemacht. Und einen werden wir jetzt hören, früher mal Chefredakteur vom Handjournal und heute Landesvorsitzender vom Bündnis 90 Die Grünen, Werner Graf. Darf ich dir das Mikrofon? Danke, Hans. Liebe Freundinnen und Freunde, ich will aber nicht warten, bis Georg in die Rente geht, dass ich hier legal kiffen kann. Ich will das jetzt sofort. Mich nervt das, dass ich hier zum 22. Mal stehen muss. Ich wollte mir eine Rede schreiben, aber ich habe mir dann gedacht, ich habe das alles schon 100 Mal erzählt, ich brauche mir das gar nicht mehr aufschreiben. Wir haben seit 22 Jahren versucht, die Hanfparade hier Aufklärung zu machen. Wir leben ja in Zeiten von Fake News. Manche Leute sagen das jetzt seit 2 Jahren. Wer kifft, lebt schon seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten in Fake News, weil hier Volksverdummung betrieben wird, weil viele Leute immer noch Lügen über das Ganze erzählen. Und ich will auch nicht, dass nur 3 Oppositionsparteien für die Legalisierung eintreten. Ich will, dass die CDU/CSU endlich aufhört, so einen Schmarrn zu erzählen, dass Cannabis schädlich wäre und dann ihre Bier wegsäuft auf dem Oktoberfest. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, Aufklärung statt Verbote. Denn Aufklärung ist das Einzige, was wirklich sinnvoll ist. Dieses Verbot hat nur negative Nachteile. Wir können keinen Jugendschutz durchführen, denn keiner fragt nach dem Pass. Keiner guckt, was passiert. Wir haben keinen Verbraucherschutz. Kein Mensch weiß, was wirklich in dem Stoff drin ist. Das gilt bei anderen Drogen auch bei Cannabis. Ich will wissen, was ich kiffe. Ich will wissen, was die Wirkung ist. Und ich will das auch von meinem Dealer oder von meinem Verkäufer gesagt bekommen. Ich will in das Geschäft gehen können und sagen, ich möchte mich morgen ausruhen und dafür will ich was. Oder ich will auf eine Party gehen und dafür will ich was. Diese freie Wahl, die will ich haben und die wollen wir alle haben. Und ich habe keinen Bock mehr, dass mein Geld, das ich da ausgebe, vielleicht erstmal beim netten Freund ist, der mir das verkauft, aber im Hintergrund, damit die ganze Mafia, der ganze Schwarzmarkt, irgendwelche Waffenhändler oder Menschenhändler bezahlt werden. Wir haben in der Drogenpolitik mehr Umsatz als die Autoindustrie weltweit, aber dieses Geld, das geht einzig und allein in den Schwarzmarkt, zu der Mafia. Und das kann nicht wahr sein. Das muss da raus, das muss in die legalen Bahnen hinein. Und auch weiter, was derzeit mit dem Führerschein passiert, ist eine Katastrophe. Leute, die nicht bekifft Auto fahren, kann der Führerschein weggenommen werden. Ja, wo sind wir denn? Wir können doch das sowas nicht machen. Das ist existenziell für viele Menschen. Viele, die den Führerschein verlieren, verlieren auch ihren Job damit. Das ist doch absurd. Ja, ich bin dafür, dass man nicht berauscht, auch nicht Auto fahren darf. Aber wer nüchtern ist, muss auch fahren dürfen. Bin ein bisschen sauer. Wir in Berlin haben jetzt angefangen und auch in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass wir hier ein Modellprojekt anfangen. Ich würde am liebsten das sofort legalisieren und frei verkaufen, aber das geht mit unserem Gesetz nicht. Aber deshalb wollen wir endlich dieses Modellprojekt jetzt durchführen und es wissenschaftlich untersuchen, was für Auswirkungen da sind. Denn wenn wir für Aufklärung statt für Verbote sind, dann müssen wir auch klar sagen, benennt mal, was die Folgen davon sind. Ich habe das schon gesagt, beim Jugendschutz, beim Verbraucherschutz, beim Schwarzmarkt. Das sind alles die negativen Auswirkungen dieser Kriminalisierung, auch beim Führerschein. Die positiven kenne ich nicht, die wurden mir noch nie erzählt. Deshalb wollen wir das endlich auch mal wissenschaftlich untersuchen, damit wir diese ganzen Fake News, diese Fake News von den Verbots- und Prohibitionist-Fetischisten endlich widerlegen und dahin kommen,
dass wir um die Wahrheit und um die richtigen Tatsachen reden, damit die Legalisierung auch wirklich kommt. Und bei dem ganzen Negativen ist das Absurdeste noch, dass Diskriminalisierung und die Verfolgung doch komplett gescheitert ist. Mach doch mal die Augen auf, möchte ich gerne vielen in der CDU oder in der SPD auch mal zurufen. Macht sie auf, es ist Realität, dass die Leute kiffen. Es ist Realität, was hier passiert. Und da könnt ihr noch so viele Polizisten rumschicken und noch so viele Polizisten verarschen. Das bringt überhaupt nichts, es führt nicht zu weniger Konsum. Das sehen wir weltweit überhaupt nicht. Mir tun die Polizisten langsam leid, weil sie müssen sich doch komplett verarscht vorkommen. Sie laufen da rum, nehmen was fest und am Ende, 2 Minuten später, geht es genauso weiter. Henkel hat hier in Berlin durch den Görli immer wieder Hunderte von Polizisten durchgeschickt. Das End vom Lied war, dass vielleicht bei 5 Minuten nicht verkauft wurde. Danach waren alle wieder da. Dieses Verbot der Verfolgung hat keinen Sinn, aber es schadet. Es schadet uns allen und es schadet dieser Gesellschaft. Deshalb muss es weg. Lasst uns weiter laut die Stimme erheben. Ich habe keine Lust, nochmal 22 Jahre hier zu stehen. Danke, dass wir das 22 Jahre gemacht haben. Also nicht falsch verstehen. Aber es muss auch endlich ein Ende haben. Ich will endlich die Legalisierung feiern. Denn bei all den anderen Auswirkungen, auch wenn die Kriminalisierung nicht funktioniert, unterm Strich ist das mir auch wurscht. Ich finde, die haben gar kein Recht, mir das zu verbieten. Also, gebt das Hanf frei. Danke. Ja.